Wow, ja, herzliche Grüße von der Insel. Ich habe mir gedacht, heute sende ich euch mal eine kleine Nachricht von hier. Schöner kann man seinen Winter wahrscheinlich gar nicht verbringen und das ist natürlich auch eine Aufforderung, mit euch über Ziele und Visionen zu sprechen. Mir ist aufgefallen, viele Menschen, wenn sie sich Ziele setzen, fragen sie sich immer wieder, wie kann ich es erreichen? Also wie schaffe ich es, das eine oder andere in meinem Leben zu realisieren? Und mir ist aufgefallen, dass dieser Fokus auf das Wie im Grunde genommen ein Fokus ist, der uns nicht wirklich weiterhilft. Weil es gibt natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, ein Ziel zu erreichen. Doch wir alle wissen, dass das, was wir erreichen wollen, im Grunde genommen aus einer Resonanz heraus entsteht. Das heißt also aus einer aus Anziehungskraft, kann man sagen. Und das bedeutet, wir müssten uns Gedanken darüber machen, nicht wie wir etwas erreichen, weil dann haben wir unseren Fokus auf irgendwelchen Wegen, ja, sondern dass wir unseren Fokus darauf richten. Ich hoffe, ihr versteht mich gut mit dem Meeresrauschen hier. Ansonsten hört ihr halt nur Meeresrausch, ist auch schön. Dieses Wie bringt uns nach außen. Es konzentriert uns auf Wege, die wir uns oftmals über den Verstand einfallen lassen. Viel kraftvoller und viel magnetischer ist, wenn wir uns genauestens überlegen, warum wir etwas erreichen wollen. Warum möchte ich zum Beispiel meinen Winter hier verbringen? Oder warum möchte ich dieses oder jenes Projekt im Leben nach vorne bringen? Warum möchte ich etwas bewerkstelligen, was so aus meiner Tiefe herauskommt? Wenn ich mich mit dem Warum beschäftige, dann sammle ich Antworten, ja, die eben halt auf dieses Warum stimmig sind. Und diese Antworten sind Antworten, die aus meinem Herzen heraus, aus meinem Körper heraus sind. Ein Warum beantwortet eine tiefe innere Erfüllung. Warum möchte ich das haben? Das ist etwas, da geht man in sich emotional ein Stückchen auf. Und durch dieses Warum befinden wir uns immer wieder in dem erfüllten Zustand. Wir stellen uns nämlich vor, wie es wäre und wie es sich anfühlt. Denn dieses Warum, die Antworten aufs Warum sind meistens Gefühle. Und diese Gefühle, die senden wir aus. Und das ist die magnetische Anziehungskraft, die wir brauchen, um diese Dinge dann auch in unser Leben zu ziehen. Das Wie bringt uns sozusagen weg von uns und das Warum bringt uns hin zu der Schwingung, die wir brauchen, um das gewünschte Ziel zu erreichen. Das ist das, was ich euch heute mitteilen wollte und ich hoffe, in Deutschland regnet es nicht zu sehr. Ich habe mitbekommen, die Temperaturen sind ja soweit ganz okay. Ich wünsche euch ein dickes, fettes Warum für all eure Ziele, für all eure Wünsche und all eure Projekte und ich wünsche euch ein großartiges Warum aus dem Herzen, damit ihr die Anziehungskraft habt, die ihr braucht für euer Leben. Alles Gute, tschüss, euer Christian. Bis zum nächsten Mal.